Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, hier heute zu einem neuen Let's Check von mir. Ja, heute möchte ich mit euch auch ein Release, ein Early Access Release nochmal anschauen. Das hatte ich schon mal vor geraumer Zeit gemacht gehabt. Da war es in der Early Build Version, das heißt in der ganz am Anfang in einer Version, die man sich auch, ich glaube, kaufen konnte. Und jetzt war am 18. März der Steam Release für den Early Access und ja, war gleich oder war zum gleichen Zeitpunkt rausgekommen wie auch Notruf 112. Deswegen mache ich das Video heute erst am 20.03. Aber ja, wir gucken uns mal, was bis hierhin gemacht worden ist. Das Ganze kann man aktuell für 18,89 € auf Steam kaufen. Noch genau 5 Tage. Bis nächste Woche Donnerstag. Also sprich, eine Woche ging der Rabatt. Und danach kostet das dann 20,99 €. Und ja, ich muss sagen, das, was ich das erste Mal gesehen habe, war eigentlich sehr positiv. Ja, das ist auch nicht das einzige Spiel. Es kommt in den nächsten paar Tagen auch noch ein weiteres Spiel. Das ist jetzt schon ein bisschen länger draußen. Da habe ich den Key vor, ich würde sagen, einer Woche bekommen und habe das ganze Spiel mir persönlich auch angeschaut und habe mir gedacht, okay, ich mache jetzt das Video dazu trotzdem. Auch wenn es nicht das allergeilste Spiel ist, aber mir persönlich macht es doch schon sehr viel Spaß. Ihr werdet dann auch sehen, wieso. Also ja, freut euch in den nächsten Tagen auf einige Video- und beziehungsweise auf einige Spielvorstellungen. Ja, und am 25. März kommt dann auch endlich The Bass raus. Ich freue mich mega darauf. Auch dazu wird es das ein oder andere Video kommen. Dann abwechselnd, höchstwahrscheinlich mit Notruf. Aber das weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Vielleicht werde ich auch beides an einem Tag rausbringen. Ich weiß es wirklich noch nicht. Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte rein theoretisch das ganze Spiel, also sprich das ganze YouTube nicht mehr allzu regelmäßig machen. Aber ja, ich habe jetzt gerade wieder relativ viel Spaß daran, die Sachen quasi zu produzieren. Und ja, schau einfach mal, was so die Zukunft natürlich auch bringt. Und ja, habt natürlich durch Notruf 112 ja, den ein oder anderen Abonnenten und den ein oder anderen Zuschauer dazu bekommen. Und dafür möchte ich nochmal vielen, 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 vielen Dank sagen. Ja, das ist tatsächlich alles nicht selbstverständlich. Ja, aber ich würde sagen, wir schauen jetzt uns Cartel Tycoon an und ja, drücken auf jetzt spielen und wir sehen uns dann im Spiel nach dem Ladebildschirm und so weiter und so fort wieder. Also, bis gleich. Caesar nimmt einen tiefen Zug an seiner Zigarette, um seine Nerven zu beruhigen. Der Wildturm summt und bricht dann ab. Und damit herzlich willkommen im Spiel. Ja, das Ganze ist jetzt natürlich auch auf Deutsch verfügbar, wobei ich glaube, das war von Anfang an schon auf Deutsch verfügbar. Und ja, hier nochmal ganz kurz vielen Dank an die Entwickler, dass ihr mir diesen Key zur Verfügung gestellt habt. Vielen, vielen Dank. So, ich werde mit denen noch mal ein bisschen quatschen, ob man vielleicht noch für ein kleines Giveaway noch was starten kann. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Wir machen jetzt erstmal weiter. Ich werde die Stimmen nicht verstellen diesmal.
ich habe gerade schon in der Testaufnahme mehr oder weniger, ja, mir gedacht, oh Gott, das kann ich niemanden, das kann ich einfach niemanden zeigen. Deswegen werde ich das so vorlesen. Ist zwar nicht mehr so schön und es ist dann auch ein bisschen, ja, nicht so schön anzusehen, aber es ist okay, glaube ich. Ja, also, machen wir mal weiter. Hallo? Hola. Mein Name ist Cesar Garcetti. Ich rufe wegen der Anzeige in der Zeitung an. Es wird ein Partner gesucht. Bin ich? Nein, seht ihr, es geht gar nicht. Der Raum wird still, nur Cesar kennt die Stimme. Weich, geschmeidig und warm, wie frisch gebrühter Kaffee. Er erhebt sich, um den Fremden zu begrüßen. Liebe oder Geschäft? Vielleicht habe ich die falsche Nummer. Kommt drauf an, wonach suchst du, Senior? Was auch immer. Ich habe keine Zeit, um verarscht zu werden. Aus dem Hörer ist ein lautes Lachen zu vernehmen. Cesar zieht noch einmal langsam und genüsslich an seiner baumelnden Zigarette. Ich bitte um Entschuldigung. Lasst uns von vorn beginnen. Cesar, Sie. Mit diesem Land lässt sich viel Geld verdienen. Nur liegt es viel zu tief vergraben, um von einem Mann allein erreicht zu werden. Ich brauche einen zuverlässigen Partner. Kann ich auf dich zählen? Du würdest mich einfach so einstellen? Du bist wirklich fähig. Ich frage mich zwar, wie er das erkannt hat, aber ist okay. Ich werde dir eine meiner Residenzen zur Verfügung stellen, einschließlich des Bargelds in den Wänden. Du wirst meine frisch gebackene Operation beaufsichtigen. Es ist einfacher Gartenbau. Anbau und Verkauf von Blumen. Betrachten wir es als ein Test. Sie? Bevor Cesar antworten kann, verbrennt ihm die Zigarette in den Finger. Er flucht über den Schmerz, während der Befremde wieder auflacht. Was? Wieder auflacht? Okay. Maravilloso. Oh Gott, ich melde mich, sobald es erledigt ist. Buona sorte, Cesar Garcetti. Okay. Ja, das kann man so machen. So, wir drehen mal die Kamera. Wir drehen die Kamera mal so hin. So, weil das hat man, glaube ich, schon mal gehabt. Wobei, es ist alles so ein bisschen komisch hier. Es ist anders, also die Map ist auch komplett anders aufgebaut. Jetzt nichts Negatives natürlich, aber ja, sehr interessant. So. Nee, weil hier war nämlich hier unten war noch irgendwo was oder da unten. Ich weiß es leider nicht mehr. Gut, wir machen jetzt einfacher Gartenbau, neue Quest erhalten. Erstens, baue mit schmutzigem Geld 3 Opiumfarmen im Umkreis der Residenz. Baue mit schmutzigem Geld ein Lagerhaus zur Versorgung von Farmen im Umkreis der Residenz. Verbinde das Lager mit den Farmen durch Straßen. Okay, also muss ich hier Opiumfarmen hinstellen. Oder allgemein erstmal nur normale Farmen. Was sind das hier? Ach so, Moment. Ist das hier? Ist das so und so gemeint? Wenn ja, könnte man ja mal gucken. Auf jeden Fall. So, und das gleiche machen wir hier auch. So. Haben wir gemacht und dann müssen wir jetzt nur noch ein Lager erstellen. Logistik, Lager. Und das Lager können wir dann quasi hier hinstellen, richtig? So. Ein Lager bedient automatisch jede Farm in seinem Umkreis. Um eine Farm außerhalb des Wirkungsradius zu bedienen, musst du sie als Ziel im Menü des betroffenen Lagers auswählen.
Okay, so und hier. Mit Höreffizienz, um deinen Ertrag zu maximieren. So, Opium ist dieses komische Symbol, okay. Das ist das hier, ja, das brauchen wir alles noch nicht. Aber natürlich, die Effizienz ist jetzt für uns jetzt schief gelaufen, aber das ist okay so. So. Okay, das habe ich anscheinend nicht richtig gebaut. Deswegen können wir das irgendwie abreißen oder so. Wird von keinem Lager angesteuert. Ach. Gut, ist jetzt auch nichts weiter Dramatisches. Dann machen wir halt einfach hier nochmal eine Farm hin. So. So, so würde ich das Ganze machen. Das hier ist dann halt, ja, weiß ich nicht, kann man das irgendwie abreißen? Ja, kann man. So, Straßen kann man auch wegmachen, das ist sehr schön. So, dann habe ich das da nicht verschwendet und dementsprechend, ja. So, verbinde das Lager mit den Farmen durch Straßen, 3 von 4. Drei von vier. Mit 4 Straßen. Hä, wie jetzt? Verstehe ich nicht. So. Ist das so gemeint? Ich habe absolut keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Was meint ihr denn hier mit... durch Straßen. Gebiete, Asphalt. Ich weiß wirklich nicht, was damit gemeint ist. Okay, wir haben es geschafft. Ich wollte schon sagen. Irgendwas ist komisch. So, in diesen Residenz befinden sich eine Stadtkapitalisierung in großen Mengen. Verwende dieses Geld, um deine Produktionskapazitäten auszubauen. Um mit diesem Bauen zu beginnen, wähle eine gewünschte... Okay. So, okay, dann werden wir... Haben wir eine neue Quest erhalten? Hier wäre der Umschlagsplatz. Versetze Caesar zum Lager mit Hilfe seiner generellen Leutnantfähigkeiten. Liefere Opium zum Flugplatz und verwende diese dazu die allgemeine Eigenschaft des Leutnants. Bestimme den Flugplatz als Zielort für jedes Lager. Liefere Opium zum Flugplatz und verwende dazu das Lager. Okay, also muss ich dich fahren hierhin. So, dann muss ich das hier nutzen und muss den Flugplatz zum Ziel machen, richtig? Richtig. Okay. LKW für die Gebäude zur Besserung. Okay. Liefern. Geld. Erstmal hierhin liefern. Erstmal das Geld dahin liefern. Das ist das Beste, was man machen kann. Oder? Ich weiß es natürlich nicht. Nee, das ist Quatsch. Nee, liefern Opium hier zum Flugplatz. Ich glaube, das ist das, was ich machen muss. Was? Ist gut. Liefern? Och, Mensch. LKW. Liefern Opium hier hin. Dahin? Nee, wie? Hä, wie liefere ich das denn dahin? So. Ja, war jetzt aber anstrengend, Mensch. Nutze dazu die allgemeinen Eigenschaften des Leutnants. Was sind denn? Okay, Leutnants, mit goldenen Ring markiert.
Okay, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, aber es könnte durchaus möglich sein. Schön macht er das. Muss ich schon sagen, das sieht schon faszinierend gut aus, das Spiel. Also das kann auf jeden Fall, das ist auch cool. Das kann auf jeden Fall was, das muss man einfach so sagen, wie es ist, ne? Hier die Stadt, das sieht auch ziemlich cool aus. Geräusche sind halt ganz gut. Es ist jetzt natürlich nicht super ausgebaut und super hübsch und alles Mögliche. Aber das kann auf jeden Fall schon einiges mehr, als man so erwartet, auf jeden Fall. So, einfacher Gartenbau, completed. So, ja, das machen wir jetzt natürlich ganz gut. So. Du kannst illegale Waren nur über Flugplätze umschlagen und verkaufen. Dafür hättest du im Gegenzug schmutziges Geld. Und das mache ich wie? Hier sind 2 von 75 in der Lagerhalle drinnen. Weiß ich natürlich nicht. Sagt mir jetzt natürlich nichts. Schmutziges Geld und so, das ist logisch. Das haben wir natürlich schon das ein oder andere Mal gehabt. Na gut. Produziere 25 Einheiten Opium auf Farmen, verkaufe 25 über den Flugplatz. Das ist auch kein Problem. Also das ist, glaube ich, das Einfachste, das Einfachste, was überhaupt geht. Ja. Verbessern kostet und kaufen musst du ein Forschungszentrum in der Stadt bauen. Also hier in der Stadt muss ich dann um einen Gefallen bitten. Buenos dias, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, wie kann ich dir helfen, mein bester Freund? Terraforming, Maßnahmen, ich brauche so dringend Geld. Nee. Gesetzeshüter bringen mich um. Ich kann aber tatsächlich auch. Doch, kann ich. Und zwar ein Forschungszentrum ist da schon gebaut. Also zumindest steht da 1 von 1. Okay, na, würde ich sagen, ein Hotel bauen. Oh, 40.000. Hat sich erledigt, wir bauen jetzt doch nichts dahin. Aber das Forschungszentrum ist da schon gebaut. Warum ich das nicht verbessern kann? Ja, muss man halt auch nicht wissen. So, was heißt denn das hier eigentlich? Was kann ich hier mit denen machen? Mit der Residenz? Weiß ich nicht. Oh, 47.240 von 65.000 sind da im Lager. Das ist ein little bit. Kann ich hier irgendwie Geld wegschicken? Nee, das wurde gerade schon weniger. Warum auch immer. Aber vielleicht muss da ja Geld da liegen, damit wir das dann quasi verschicken können. Wenn ihr wisst, wie ich das meine. Ich weiß es nämlich selber nicht. So, 2. Hier sind 10 Stück drin. 2 LKWs sind gerade dabei, den Auftrag oder die Aufträge zu erfüllen. Einer ist jetzt schon unterwegs zurück. Das müsste rein theoretisch gleich sogar noch ein zweiter sein. Eigentlich. So, jetzt fährt er mit 12 da hoch. Also, so. Guck mal, hier dauert das halt eben länger, weil wir hier halt eben keine Effizienz haben. Hier haben wir halt 100% Effizienz, das dauert dann nur 14 Stunden. Okay, das ist auch nicht weiter dramatisch. Hier kommt das nächste Flugzeug. Hier haben wir auch schon Bargeld. Bis zu 35.000 können wir da lagern. Holy shit. 8 Opium und der nimmt auch die 8 Opium für $728 mit. Und der fliegt halt einen Tag und 11 Stunden. Ingame-Zeit natürlich. Das ist okay. Das kann man so machen, glaube ich. So, hier haben wir dann 12 von 25. Achso, es sind das, was wir verkauft haben. Also das, was das Flugzeug halt immer hin und her transportiert. Ist jetzt nicht viel, aber das steigt auf jeden Fall. Das ist ja, glaube ich, das Allerwichtigste. So, ich muss am Montag mal wieder Trinken bestellen.
Ich habe leider nur noch ein bisschen Cola. Normalerweise bin ich jetzt auf Wasser umgestiegen, aber naja. von 25 Einheiten Opium produziert. Lecker Schmecker. So, kannst du irgendwie... Na, ich wüsste aber auch nicht. Ja, der soll mal seine Lieferungen da machen, ne? 132. Heißt das das Opium, was wir insgesamt schon produziert haben, oder das, was wir überall hier rumliegen haben? 18 und hier sind... Nee. Heißt wahrscheinlich das, was wir produziert haben. Bisher. 32? Nee. 14? Okay. Okay, keine Ahnung. So, hier haben wir 1224 Dollar drin. Caesar hieft die letzte Kiste in seinen Frachtraum eines kleinen Flugzeugs. Der Pilot tritt mit einem riesigen schwarzen Telefon an ihn heran. Die Gamay! Oder so ähnlich. Caesar Garcetti. Die Stimme des Fremden lässt keine Zweifel aufkommen. Ich könnte dich küssen. Du hast uns ein starkes Fundament errichtet. Vertraue einem Mann des Glaubens, dass er so schnell Gewinn macht. Okay. Caesar hält inne. Du kennst mich gut für einen Anrufer, den du nie getroffen hast, Senor. Woher willst du wissen, woher weißt du, dass ich ein religiöser Mann bin? Ist es etwa seltsam, wenn ein Mann Nachforschungen über seinen neuen Geschäftspartner anstellt? Meine Mutter ist eine gottesfürchtige Frau. Ich praktiziere ihr zuliebe. Aber die Wahrheit ist, dass das Geschäft für mich von weit größerem Interesse ist als die Förmlichkeit. Das Geschäft, zu dem ich gern zurückkehren würde, Partner. Ein Sohn, der seine Mutter loyal zur Seite steht, ist etwas Kostbares. Und da würden sie mir sicherlich zustimmen. Saubere Hände können niemanden beleidigen. Sie... Schmutziges Geld ist wie Kohle, reichlich Brennstoff, aber es schwärzt die Hände und macht alles schmutzig. Wir müssen unsere Hände sauber schrubben. Unsere Hände. Ich habe dir neue Mittel zur Verfügung gestellt. Wir sehen das als eine Art Investition an. Sie? Kaufe uns ein Taxiunternehmen in Amando. Ich werde mich bald wieder bei dir melden. Oho, der hat mir 10.000 sauberes Geld gegeben. Errichten. 2 Tage verbleibend. Ja, machen wir das mal ganz schnell fix. So, neue Quest. Baue ein Taxiunternehmen in der Stadt Amando auf. Nutze Caesar, um schmutziges Geld vom Flugplatz zum Taxiunternehmen zu transportieren. Aktiviere das Taxiunternehmen, wandle 1800 schmutziges Geld in sauberes Geld im Taxiunternehmen um. Na gut, das dürfte tatsächlich kein Problem sein. So. Okay, jetzt geht er natürlich dahin. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Hier ist das Taxiunternehmen. Ich weiß zwar nicht, warum so eine kleine Stadt ein Taxiunternehmen braucht, aber hey. Also, können wir ja gerne mal machen. Das ist ja absolut kein Problem, ne? Ja, dann hoffe ich nur, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja. Vielleicht wird das Ganze hier tatsächlich auch zu einer Let's Play-Reihe. Ich werde mir aber die Sache freistellen. Ich weiß nicht, inwieweit alles funktioniert. Wie gesagt, ich bin aktuell sehr verblüfft, inwieweit Notruf 112 bei euch ankommt. Ja, ich
bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das alles so weiter durchziehe. Also Notruf 112 wird weiterhin kommen. Ich weiß aber nicht mehr, in welchen Abständen. Also ich habe jetzt rein theoretisch 4 bzw. 5 offene Let's Play-Projekte, die ich machen werde oder machen möchte. Darunter zählt jetzt American Truck Simulator, der Euro Truck Simulator. Notruf 112 werde ich definitiv weiter versorgen oder weiterhin verfolgen und jedes Mal, wenn irgendein Patch kommt, das euch zeigen. Das ist so meine Agenda. Dann möchte ich als Let's Play weiterführen. Moment, American Euro Notruf, Sebas, ganz wichtig. Und wenn ich jetzt das hier noch habe, habe ich 5 Projekte an etlichen verschiedenen Tagen. Da weiß ich natürlich auch noch nicht, wie ich das alles umsetzen möchte oder umsetzen muss. Ja, also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, wie wir das alles tatsächlich in nächster Zeit fortsetzen. Ich möchte das Ganze, weil ich liebe dieses Projekt, Notruf 112. Und naja, ich sag mal so, wenn es ein bisschen erfolgreicher ist, dieses YouTube, dann möchte ich natürlich auch dahingehend das ausnutzen können und auch da ein bisschen was, ja, für euch zeigen. Denn ich habe auch sehr viel positives Feedback in letzter Zeit erhalten und das finde ich schon, das finde ich schon sehr, 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 sehr wichtig. Also, dass alles positiv ist, sowohl für euch als auch für mich und so weiter und so fort. Und ja. So. Wir haben das Taxiunternehmen angemacht. Und dann können wir mal weiter gucken. Nö, hab ich doch. Mensch, ich hab doch hier. Ich hab doch alles, was Taxiunternehmen hat, eingestellt. Nee, passiert doch, läuft doch. Könnte noch ein Fehler sein. Wie gesagt, das Spiel ist noch Early Access. Und ja, ich werde mir überlegen, wie ich das alles umsetzen werde. Das Ding ist, ich könnte natürlich so wie früher jeden Tag 2-3 Videos bringen. Aber ich sehe da tatsächlich den Hintergrund nicht. Es macht für mich keinen Sinn. So, ich weiß auch, dass meine Aufrufzahlen stetig stagnieren werden jetzt wieder. Ich war heute Morgen total überrascht, als ich auf einmal 60 Aufrufe auf das Video, was ich vor 3 Stunden quasi hochgeladen bzw. veröffentlicht hatte, drauf hatte. Also das war so. Es ist für mich unglaublich aktuell. So, und ich weiß natürlich, dass das Ganze jetzt an dem Spiel Notruf 112 liegt und an der Interesse von euch, wie das Spiel bei anderen zum Beispiel läuft. Oder. So, und das, ja, kann ich natürlich jetzt nicht mit auf dieses Spiel hier zum Beispiel projizieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Video hier vielleicht, wenn ich Glück haben werde, in den ersten 14 Tagen so um die 10, vielleicht auch 20 Aufrufe haben wird. Wenn es mehr wird, dann krass. Aber so insgesamt muss ich halt sagen, Notruf hat mich jetzt so weit gebracht, dass ich tatsächlich auch wieder fühle. Das ist so ein bisschen, das ist ganz schwierig. So, ich habe ja erwähnt gehabt in Emergency, dass ich aktuell so Semi-Lust habe auf alles. Weil das ziemlich schwierig ist, alles so zu machen und dann sieht man halt eben Erfolg nicht. So, natürlich, ich freue mich über jeden Aufruf. Ich weiß aber auch selber und auch über jeden Like und Kommentar und alles Mögliche. Ich weiß aber auch, dass es bis zu dem Zeitpunkt ein sehr, sehr harter Weg ist. Kann man das so verstehen, wie ich das meine? Ich hoffe doch. Ja. Ich hoffe, dass alles in Zukunft so klappt.
Ich wünsche es mir, ich brauche nicht, ich möchte kein YouTuber werden mit 500 Milliarden Aufrufen oder Abonnenten oder sonst irgendwas. Aber die Motivation steigt natürlich mehr, wenn dann eben auch die Interaktion und alles Mögliche da ist. Deswegen, wie gesagt, kommen auch aktuell jeden Tag neue Videos. Zu Notruf 112, aber das halt eben auch nicht mehr für immer, sondern es wird irgendwann halt eben auch stagnieren wieder. Jetzt gerade habe ich die Zeit, ich weiß aber auch nicht, wie lange ich die Zeit noch habe. Wir werden sehen, ich freue mich drauf. Ich werde auch wieder die nächsten Tage ein paar Livestreams machen. Das habe ich jetzt die letzten Tage eher nicht geschafft, sage ich jetzt mal. Ja, das muss ich aber auch wieder in Angriff nehmen, auf jeden Fall. Gut, machen wir weiter hier. In der Garage des heruntergekommenen Taxiunternehmens Armando Sisa schaut zu, wie die restlichen Bargeldstapel aus dem Kofferraum eines alten Autos geholt werden. Er hält ein Telefon an sein Ohr. Ach, der Geruch von frisch gewaschenem Geld. Es ist wunderschön, oder nicht? Die Garage stinkt nach Farbe, Benzin und Schweiß. Sisa beißt sich auf die Zunge, streckt den Rücken und atmet schwer aus. Wirklich, Sisa, ich bin beeindruckt. Du arbeitest hart. Gracias. Zu hart. Wenn du weiter so machst, wirst du dir den Rücken brechen, bevor du die Früchte deiner Arbeit genießen kannst. Es ist harte Arbeit. Doch jemand muss sie erledigen, Senor. Wenn du dir wirklich Sorgen machst, dann nur zu. Komm und packe selbst mit an. Habe ich dir nicht meine Resistenz und die Männer dort anvertraut? Den Fahrern, die nur allzu froh sein werden, dich bei der Arbeit zu unterstützen. Sag ihnen einfach, was sie tun sollen, und sie werden es tun, bis du ihnen sagst, dass sie aufhören sollen. Synergie, mein Freund. Lass das System für dich arbeiten. Okay. Das Bauen und Bezahlen von Unterhalt mit schmutzigem Geld ist zwar aufwendiger, spart jedoch bei guter Handhabung eine Menge Zeit und lässt sauberes Geld für Zeiten frei, in denen du es am meisten gebrauchen wird. Was? In dem es am meisten gebraucht wird. So heißt es. Berücksichtige alle Optionen und bleibe flexibel. Okay, das heißt für uns, wähle den Flugplatz als Ziel für die Residenz aus. So. Wähle das Taxiunternehmen als Ziel für die Residenz aus. So. Wandle 3600 schmutziges Geld in sauberes Geld im Taxiunternehmen um. Achso, und jetzt wird das quasi jedes Geld hier hin und her geliefert. Das heißt ja für mich im Umkehrschluss, dass er die Lieferung aktuell verhindern kann, nicht machen muss, weil, ja, wäre ja totaler Quatsch. Das machen jetzt meine Arbeiter für mich, die das Geld aus der Residenz zum Taxiunternehmen bringen und wieder zurück letztendlich. Okay. Hier haben wir 43.626 Geld. Das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig. So. Immer 484. Okay. Ach so, Moment. Okay, das habe ich gemacht. Und das muss ja trotzdem weiterhin hierhin geliefert werden. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ich glaube, das habe ich falsch verstanden. Gut, da kümmern wir uns gleich drum. Ja. Yeah. So, dann müssen wir mal gucken.
Map Overview. Oh, cool. Nein. Nein. So. Nee, so kann man das so machen. Es ist jetzt nicht der optimale Screenshot, weil halt hier eben alles noch ringsrum ist. Aber ich glaube, das kann ich auch nicht ausmachen. Richtig? Richtig. Dementsprechend muss ich das ja weiterhin so machen, oder? Moment. Habe ich da gerade was gelesen? Nach links drehen, bla bla bla. Schade. Kann man noch nicht. Okay. Vielen Dank, dass du Cartel Tycoon spielst. Bitte beachte, dass es sich um eine frühe Version handelt. Und es noch zu Änderungen kommen kann. Menschenskinder, ich und lesen. Ne? Ist manchmal sehr, sehr schwierig. So, Loyalität, Bescheidenheit, Terror, Offensiv. Ja, das hatten wir ja bei dem einen Mal schon. Also es ist halt doch schon insgesamt sehr anstrengend. Aber diesmal haben wir eine kleine Karte. Ja, wobei, so klein ist jetzt auch nicht mehr. Nee, definitiv so klein ist sie nicht mehr. Und hier haben wir einen riesengroßen Flughafen. Bin ich sehr gespannt, was wir damit noch alles machen können. Hier haben wir eine riesengroße Stadt. Und der will von mir noch gar nichts wissen. Aber so ist das Leben. So. Das ist eine sehr schöne Musik, muss man sagen. Die gefällt mir persönlich sehr gut. So, hier ist das Taxiunternehmen. Das macht einiges an Geld auf jeden Fall. Das braucht 2 Tage, um sauberes Geld zum schmutzigen Geld zu machen. Das ist ordentlich, ja, muss man auch schon mal sagen. Das ist nur kurze Zeit auf jeden Fall. So, ja, jetzt dürfte das tatsächlich auch nicht mehr lange dauern. Noch ein Schlag und dann habe ich quasi das gemacht. Das heißt, insgesamt habe ich jetzt 4 Tage für sauberes Geld gebraucht. Für 3600 sauberes Geld. Krass. Ja, und dann gibt es ja noch das Casino. Das macht ja, glaube ich, auch das Geld zum schmutzigen... Nee, das saubere Geld zum... Oh, what the fuck. Zum schmutzigen Geld. Ja. Also nicht wundern, ich habe das Spiel bei mir persönlich sehr laut. Ich nehme dieses Spiel auch persönlich sehr, sehr laut auf, regel das dann aber im Videomanagement komplett runter. Also ihr hört vielleicht noch 10% davon. Wenn es hochkommt. Also, ja, das solltet ihr immer bedenken dabei. So. Das hier läuft alles. Hier ist ein bisschen langsamer natürlich, aber hier ist es richtig schön schnell. Hier brauchen wir 14 Stunden, um das Opium herzustellen. Wir könnten das auch noch umstellen, aber ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal da. Das passt so. So, und jetzt haben wir es gleich geschafft. Hier haben wir noch 9 Stunden. So, man kann die Geschwindigkeit auch erhöhen. Das macht der Bildrate jetzt keinen Abschlag, also nicht viel. 10 FPS hatte ich jetzt weniger. Und es läuft so schön performant. Das ist richtig schön. Synergie haben wir geschafft. So, müssen wir mal gucken. Caesar lehnt sich am Balkon der Residenz an, raucht und beobachtet Lastwagen, die illegale Waren hin und her transportieren. Wieder einmal hält er sich den Hörer ans Ohr. Es fühlt sich gut an, das Sagen zu haben, oder? Viele Hände machen leichte Arbeit. Dennoch glaube ich, dass wir von einigen mehr profitieren würden.
Caesar seufzt, die Zigarette hängt schlaff an seinen Lippen. Mehr Fahrer? Nein, nein, mein Freund. Sie sind Rädchen im Getriebe. Leutnants werden diese komplizierteren Aufgaben erledigen. Ich habe mich schon darum gekümmert. Bald wirst du dir Neulinge in der Residenz aussuchen können. Aus dir machen wir noch einen Anführer. Caesar lacht, lässt die Zigarette aus seinem Mund auf den Holzboden des Büros fallen und tritt sie aus. Wenn ich nur eine Stimme am anderen Ende der Telefonleitung werden muss, um ein Anführer wie du zu sein, dann bin ich nicht daran interessiert. Sag es mir, was unterscheidet mich dann von einem dieser Rädchen? Ich kenne nicht einmal deinen Namen, Partner. Der Fremde verstummt, die Sanftheit in seiner Stimme wird schärfer. Ich kann deinen Frust verstehen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich mich endlich richtig vorstelle. Erledige diese Aufgabe und ich werde mich bald mit dir treffen, Caesar Garcetti. Was für eine Aufgabe? Höre einen Leutnant in der Residenz an. Du brauchst mindestens 2 Leutnant im Kartell. Das heißt, Statistik, Info, Leutnant rekrutieren. So heißt das Wort. Vanessa Diaz-Venier, aka Witwe. Die könnte natürlich stark sein. Ja, Tony Quintero, aka Monsturo. Wir werden uns gleich alles durchlesen. Wir müssen uns da aber mal überlegen, wie wir das alles machen. So, Ahiga Wilson, aka Gutero. Und, ja, was? Griselda Edward Alcazar, aka Rainer. Die Namen, Witwe. Instandhaltung gratis. Attentat, Ermordungscharakter im angegebenen Gebäude. Stärke 1 ist jetzt nicht so schön, hat aber halt eben beim Raubüberfall eine größere Stärke. Achso, das kann ich dann alles noch aufleveln quasi. Ja, Stärke 1 ist halt insgesamt ein bisschen schwierig. Ne? Haben wir hier Stärke 4, ist schon verdammt gut. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich denke mal, ich werde hier die Vanessa Diaz-Venti anwählen. Vielleicht Auftragsmörder. Gehorcht ihr dem Befehl? Vielleicht wurde Vanessa Herz vor langem gestohlen. Aber es könnte auch sein, dass sie nie eins besessen hat. Sie ist wie ein teuflischer Schatten und sie wurde noch nie gefasst. Dieser Kerl ist so groß und bedrohlich, dass seine Anwesenheit oft schon ausreicht, um Gegner zu unterdrücken. Sein kalter, durchdringender Blick ist dafür bekannt. Okay, das kann man leider nicht mehr ganz lesen. Selbst hartgesonnene Kriminelle in die Knie zu zwingen und sie vor Angst zittern zu lassen. Es ist wahrscheinlich das Einfachere. Ich glaube, wir nehmen den. Komm, hier, mach mal hier. Wir haben 2 Rekruten jetzt. Easy. Wir können uns das, glaube ich, leisten. Leutnant Beförderung. Okay. So, das wäre quasi so. Profil öffnen. Was ist das denn? Große Mengen. Was heißt denn das? Okay, keine Ahnung. Das wird schon irgendwie hinhauen. So. Neue Quest rekrutieren. Okay, das haben wir schon gemacht. Wow, wirklich?
Miguel Angel Garcia, aka El Virunas. Okay. Die Residenz ist voller Lärm, der durch auffallenden Automotoren und Leutnants verursacht wird, die den Fahrern Befehle zu bellen. What the fuck? Der Fremde kommt durch die Haupttür herein und schaut sich ausgiebig um. Mir gefällt, was du mit diesem Ort gemacht hast. Der Raum wird still, nur Sisa erkennt die Stimme. Weich, geschmeidig und warm wie frisch gebrühter Kaffee. Er erhebt sich, um den Fremden zu begrüßen. Ich glaube, das hatten wir vorhin schon mal. Da war das vorhin bloß ein kleiner Bug. Am Anfang, wo wir quasi das Telefonat geführt haben. Es ist schön, dich endlich zu treffen, Partner. Bitte, nenn mich Miguel. Die beiden begrüßen sich vor Cesar Miguel. Was? Also bevor Cesar Miguel seinen Leutnants vorstellt. Du hast gut angeheuert. Trotzdem solltest du vorsichtig sein. Jeder Leutnant hat Bedürfnisse. Geld oder Macht. Befriedige diese Bedürfnisse und du wirst ihre Loyalität gewinnen. Eine wirklich wertvolle Sache. Scheitere jedoch und sie können unzufrieden werden. Unberechenbar. Es gibt Wege, um das zu lösen. Dein Portemonnaie oder deine Pistole. Verstanden. Bueno, Cesar, aber jetzt brauche ich eher dein Schwert als deine Feder. Unser Geschäft wächst und so muss auch unser Nachschub wachsen. Es gibt einen Hafen in Puerto Royal, der einen anderen Gang gehört. Ruf deine stärksten Leutnants zusammen. Von da an übernehmen wir. Kommst du? Lachend klopft Miguel mit der Hand auf Cesars Schulter. Das ist der Beginn eines neuen Kapitels für uns, Cesar. Okay, das heißt... Hoppala. Okay, wir müssen dahin. Das heißt, wir werden dich... Lieferung abbrechen. Du fährst hierhin. Das Geld können wir ja später noch abholen lassen. Es hat Stärke 2. Okay, ja, das können wir dann später abholen lassen. Wie schaut's hier aus? Hier haben wir schon 5.900. Wie kriege ich denn das Bargeld hier raus? Das weiß ich auch nicht. So, guten Blick. Wenn die Loyalität eines Leutnants zu sehr nachlässt, werden sie unzulässig. Okay. Profil. So, die Loyalität ist entschlossen. So, werden wir mal hier zweimal große Mengen machen, um eifrig dabei zu sein, natürlich. Ja, und er kann hier auch eine große Menge kriegen, damit er auch eifrig ist. Passt schon so. So, das heißt, wir sind jetzt an der Spitze, obwohl der Typ schon länger dabei ist. Sehr interessant. So, Terror ist natürlich auch so ein Ding, das müssen wir immer im Auge behalten. Ah, das kriegen wir hin. Ein neues Kapitel, neue Quest erhalten. Versetze Leutnants mit ausreichender Stärke zum Hafen des Gegners in Puerto Royal. Das kriegen wir hin. So, du fährst dahin, fortfahren. Und du fährst auch dahin. Hey! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So, hier kann ich bestimmt noch keine Straße bauen, ne? Nö, schade, kann ich nicht. Oh. Fände ich cool, wenn ich das einfach machen könnte. Aber nun ja. So, ich würde sagen, du lieferst weiterhin das Geld von hier. Achso, Moment. Du fährst hier hoch und sie liefert dann einfach das Geld hin und her erstmal. Während die beiden hier ja Spaß verbreiten werden. So, erobere den Hafen, das sollten wir locker flockig hinbekommen.
Ne, du kannst keine illegalen Waren offen über den Hafen verkaufen, ohne sie vor illegale Waren verpackt zu verpacken, wie etwa in Gemüse. Okay. Wollen wir auch noch gar nicht. So, Verteidiger haben Stärke 3, wir haben Stärke 7, das ist vollkommen in Ordnung. Aber uns gehört das Gebiet ja noch gar nicht. Dementsprechend, ja, ist blöd, weil sonst könnte man einfach die Strecke, die Straße hier runterbauen. Das wäre viel schneller und einfacher. Aber okay, das kriegen wir irgendwie gebacken, glaube ich. So, Logistik, Statistik. Sorry. Schwarzmarkt, Info. Ja, das kriegen wir irgendwie hin. So, Konflikt im Gebäude hat Hafen begonnen. Ich würde lesen, ne? So, ein neues Kapitel. Complete. Hafen wurde erobert. Sehr, sehr schön. So, du fährst noch nicht zurück. Der Hafen ist in Rot getaucht. Inmitten der Aufräumarbeiten nähert sich Caesar einem Leutnant, der eine Leiche ins Hafenbecken wirft. La Guente, hast du Miguel gesehen? Laut dem Befehl, den er hinterlassen hat, solltest du eine Versorgungskette zum Hafen aufbauen, Capo. Du musst dabei aufpassen und eine Werkstatt benutzen. Eine Werkstatt? Die Zollbeamten dieser verfickten Grigos überprüfen jede Fracht, die übers Land, übers Meer transportiert wird. Ich und Lesen, das ist ja schlimm. Deshalb müssen wir sie in legale Produktion schmuggeln. Mit Schärfe. Wir sollten uns gleich an die Arbeit machen. Simi, Capo, aber woran denkst du? Der Mann, mit dem Geschäft machst, heißt Miguel. Angel Gacha, aber man nennt ihn El Vironas. Derselbe El Vironas, der seine Opfer verführt, bevor er ihre Seele stiehlt. Macht ihr nichts aus dem Spitznamen, mein Freund. Sie sind genauso eine Fassade wie unsere falsche Fracht. Sie nennen mich Gusanito. Würdest du mich einen Wurm nennen? Warum glaubst du, hat er nach einem neuen Partner gesucht? Weil sein ehemaliger Freund die Tasche bewachen sollte und am Ende im Inneren gelandet ist. Du solltest aufpassen, Mikapo. Bist du meine Mutter? Wenn ich meine ganze Zeit damit verbringen würde, einen Verdacht nachzujagen, hätte ich keine Zeit mehr für was anderes. Ach komm, Lugatinte. Was? Habe etwas Vertrauen. Ich glaube, das sind Übersetzungsfehler. Langsam wird das sehr auffällig, sage ich mal so. Wir haben zu tun. Okay, nichts Schlimmes. Du fährst zurück hierhin. Genau. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier runter scrollen. Forschung, Drogenprozesse. Produziere 40 Einheiten. Opium in Gemüse verpackt. Wie macht man das? Ist es das? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Lassen wir mal laufen hier. Quasi Umschlagplätze müssen mit Hilfe eines Leutnants gehalten werden, damit du nicht die Kontrolle über sie verlierst. Um sie in feindliche Hände verfallen. Ja, das wird ja quasi gemacht. So, da würde ich sagen, liefern. Geld hierhin. Kontrolle wiederherstellen. Neue Quest ein. Okay, installiere einen beliebigen Leutnant in den Flughafen der Region Amando. Hab ich doch. Moment. Ich hab doch die schon da quasi,
hingeschickt. 6 Stunden verbleibend. 3, 2, 1. Okay, es hat funktioniert. Na, Gott sei Dank. Da wird er halt liefern. Da muss ich halt eben eine da lassen, tatsächlich irgendwie. Ja, muss ich halt eine tatsächlich hier lassen. Alles kriegen wir auch hin. Das dürfte kein Problem werden. So, hier ist es rot. Okay, ja, das ist unser Territorium. So, du lieferst natürlich das Geld, logischerweise von da nach da. Genau. So, und wir werden hier erstmal speichern. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen wieder. Ich denke mal, das werden wir jetzt ganz gut umsetzen können. Das Spiel macht bis hierhin eine Menge Spaß. Ich bin sehr gespannt, inwieweit das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß es halt eben noch nicht. Ja, wir werden aber sehen und dann werden wir dann in den nächsten Wochen mit Sicherheit weitermachen und weiter zusehen, wie unser Imperium mit Opium wächst. Also, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Labitonix. Ciao mit V.